Amazon, Google und Co. stehen seit Jahren wegen Steuervermeidung in der Kritik. Europa will nun stärker gegen diese Praxis von international tätigen Großunternehmen vorgehen. Große Firmen müssen künftig ihre Gewinne und Steuerzahlungen für jeden EU-Staat, in dem sie tätig sind, offenlegen. Darauf einigten sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments nach jahrelanger Blockade. Die Offenlegungspflicht betrifft Unternehmen mit mehr als 750 Millionen Euro Jahresumsatz. Das Thema sorgt für Streit, seit die Enthüllungen der LuxLeaks und Panama Papers gezeigt hatten, dass Großunternehmen Gewinne zwischen EU-Staaten geschickt verschieben, um Steuern zu vermeiden. Ein Gesetzentwurf der EU-Kommission war aber von mehreren Mitgliedstaaten, darunter Luxemburg und Irland, blockiert worden. Die jetzige Einigung wird als wichtiger Schritt zu mehr Steuergerechtigkeit gewertet. Kritiker monieren indes, dass die Regelung mehrere berüchtigte Steueroasen nicht berücksichtigt.